Ja, im heutigen Video möchte ich zeigen, wie ihr euer Fernsehgerät über WLAN mit dem Internet verbindet. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr einen WLAN-Router besitzt, der auch eingeschaltet ist und dass euer Fernsehgerät auch eine WLAN-Funktion besitzt. In der Regel haben aber alle neueren Geräte auch eine Möglichkeit, mittels WLAN ins Internet zu gehen. Um mit dem Fernsehgerät ins Internet zu gehen, benötigt ihr natürlich euer WLAN-Passwort. Ja, wenn ihr jetzt das WLAN-Passwort habt und auch sichergestellt habt, dass euer WLAN-Router angeschaltet ist, dann müsst ihr jetzt in euer Menü des Fernsehs gehen. Bei diesem Fernsehgerät gibt es eben hier eine Taste, die Menü heißt. Das kann bei euch ein kleines bisschen anders aussehen. Und jetzt gibt es eben hier die Möglichkeit, auf Einstellungen zu gehen. Und ihr seht jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, bei euch kann das ein kleines bisschen anders aussehen. Aber in der Regel sind diese Menüeinstellungen bei den meisten Fernsehgeräten ziemlich ähnlich. Jetzt müsst ihr irgendwo suchen, ob es sowas Ähnliches wie Netzwerkeinstellungen gibt. Ja, und auf diesen Menüpunkt Netzwerkeinstellungen, da gehen wir jetzt drauf. Ihr seht, jetzt ist hier als Netzwerktyp noch Netzwerkkabel eingestellt. Wir wollen natürlich hier mit dem WLAN ins Internet, also nicht über LAN-Kabel. Deswegen müssen wir hier jetzt einfach noch umstellen auf WLAN. Und dieses WLAN aktivieren wir jetzt einfach mit OK. Jetzt geht es eine Weile und jetzt zeigt uns das Fernsehgerät hier alle möglichen WLAN-Verbindungen an. Hier wählt ihr natürlich jetzt euer WLAN-Netzwerk aus und gebt hier jetzt den WLAN-Schlüssel ein. Ja, wenn ihr dann den WLAN-Schlüssel eingegeben habt, dann bestätigt ihr alles noch mit OK. Ja, und ihr seht, jetzt sind wir hier mit dem Fernsehgerät, mit unserem WLAN-Netzwerk verbunden. Wie bereits erwähnt, es kann sein, dass bei eurem Fernsehgerät die Einstellungen ein kleines bisschen anders sind. Aber in der Regel läuft es ähnlich ab, wie ich es euch jetzt hier gezeigt habe. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video etwas weiterhelfen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir hierzu einen Kommentar hinterlasst.